Gleich mal ein kleines Päuschen, Jess. Ja. Gerne. Und wir warten hier übrigens gerade nicht auf den Bus. Nee, nee, nee. Wir beide fahren mit dem Fahrrad den Alp d'Huez hoch. Das ist zumindest der Plan. 14 Kilometer sind hier zu schaffen. Das klingt eigentlich überhaupt nicht nach Stress, eher easy peasy. Aber hier geht es nur steil bergauf. 1000 Höhenmeter. Und das ist viel anstrengender, als man sich so vorstellt. Absoluter Knaller. Es sind 21 Kurven. Wir haben gefühlt schon 300 hinter uns. Aber es liegen auch noch weitere 400 vor uns. Es ist wirklich, wirklich anstrengend. Ich habe inzwischen nicht nur Bein, nicht nur Rücken, nicht nur Hintern, nicht nur Kopf. Und ich habe inzwischen Körper. Wir sind noch gefühlte Stunden schon unterwegs. Ja. Aber der Arzt hat ja eigentlich gesagt, das ist kein Problem für uns. Alter. Alles fit soweit. Radprofi Marcel Kittel hatte uns ja auch gewarnt, dass es heftiger wird, als wir uns das vorstellen. Und denkt dran, ihr fahrt kein Radrennen. Nicht, dass euch die Beine platzen. Weißt du was, mir tut so der Hinter weh. Aber nicht nur jetzt von den paar Kurven gestern und heute, sondern vor allem von 1000 Kilometer Autofahren, um überhaupt hier anzukommen. 1000 Kilometer für den Schmerz. Noch mehr Schmerz. Geht's noch? Alp d'Huez, wir kommen! Alter Schwede, ich habe Rücken, ich werde alt. Über 1000 Kilometer liegen hinter uns, das ist ja der absolute Wahnsinn. Von Erfurt bis nach hier, 1114 Kilometer. Ich habe starken Hintern. Sag bloß, du machst jetzt noch Sport. Ich habe starke Hinternschmerzen. Ich will nur noch schlafen. Guck mal, wir sind da, wir haben ein wunderschönes Hotel und wir haben wunderschöne Zimmer, können jetzt schön schlafen. Und morgen machen wir Folgendes. Eine Radtour. Wir sagen einfach, hallo. Wir tun die Räder wieder aufs Dach und fahren wieder nach Hause. Kannst du voll knicken und dann sagen wir ups oder wie? Ja, ups, I did it again. So, sollen wir absagen? Jetzt ganz ehrlich, bitte? Gar nicht. Okay. Wir sind's. Sie haben schon alles geschafft. Wir schaffen das auch noch. Fahrräder? Das ist der Schlüssel zu deinem Rad. Ja. Dann lass uns jetzt aber auch wirklich schlafen gehen, weil ich bin tot. Ich bin das aufgeregt von morgen. Sie freut sich an das aufgeregt von morgen. Los. Das sind einfach nicht meine Freunde hier. Mir reicht's. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss, Kowski. Alles gut? Läuft bei dir? Stetig, langsam. Hör mal meine Gangschaltung. Spind. Oh, oh, es klingt nicht gut. Es klingt nicht gut. Nee. Halt, halt! Halt! Oh! Scheiße! Jetzt werde ich langsam echt wütend hier auf dieses Scheißding. Was passiert? Hey, die Kette ist raus. Ach Quatsch. Mann, ey. Nächstes Mal fahren wir schön mit dem Mountainbike. Ne? Oh. Aber geht's dir? Hast du nicht verletzt? Irgendwas wehgetan? Nee, ein bisschen Bein, ne? Man kommt sich nur so hilflos vor. Plopp auf dem Asphalt. Halt! Wollen wir was versuchen? Ja, na klar. Oh Mist. Weiter geht's. Die zwei Supersportler am Berg gescheitert. Oh, 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 oh. Eieieiei. Na super. Irgendwie stimmt das nicht mit unseren Rädern. Da muss ich irgendwas verstellt haben auf dem Weg hierher. Ich glaube, es hat einfach auf dem Dach so gewackelt. Ja. Irgendwas stimmt mit der Gangschaltung nicht. Das ist ja hier alles elektronisch. Jetzt hoffen wir, dass uns hier der Kollege helfen kann. Ja, typisch, ne? Ansonsten können wir leider nicht nach oben fahren. Doch, wir können auf jeden Fall fahren. Bitte hilf uns. Hallo.
Hi. 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 Oh, we need your help. Something with the gear. Yeah. It's not working. It's all electricity. We can't do it by ourselves. Ich will auf jeden Fall fahren. Mach, dass das Ding funktioniert. Mach, dass meins nicht funktioniert. A bent hanger. Verbogen. It's just been pressed in the car. Have you done the ride up here? Yeah, a few times. A few times? How was it? It's tough. Really? It's tough. How long did it take? Quickest 48 minutes. Awesome! Alles gut? Alles gut! Oh, ich habe einen Krampf in der Hüfte. Vor Lachen. Er ist immer für ein Späßchen gut. Oh. Ich kann so schlecht Kurven fahren. Sieht schon wunderschön aus hier, ne? Wahnsinn. Vor allem ist es krass, kaum zu glauben, dass bei der Tour de France hier Tausende von Leuten stehen, die jedem so zujubeln, obwohl sie irgendwie den ganzen Tag warten auf einen Moment, der dann, wo die dann so schnell vorbeifahren. Und wir haben zum Glück unser Team. Danke, Leute! Die ein oder andere Pause mehr gemacht als die Profis, aber wir sind halt auch keine professionellen Radfahrer. Und es sei uns gegönnt. Aber wir haben es versucht und wir haben es durchgezogen, hey, bis zum Schluss. Am Ende noch mal ein Spurt. Höhen und Tiefen waren dabei. Aber wir sind hier. Wo ist es? Kilometer 14, Arrivé. Wahnsinn. Wir sind am Ziel. Ich habe so einen Knast, auch. Ich kann gerade nichts essen, das ist mir schlecht. Ich will Burger essen. Mach du mal. Ich bin so glücklich. Wir haben es geschafft. Und es zeigt noch mal, Fitness hin oder her, aber in Sachen Kopf ist er der Meister. Also, was der sich in den Kopf setzt, schafft er. Jetzt hast du deinen Burger verdient. Ja. Ganz blöde Idee. Dein Kreislauf spinnt. Auch uns zu schwarz, ist das schlimm? Was? Nein, darfst du nicht. Komm! Komm, Jay, zieh! Zusammen, zusammen. Geschafft! Ich kann es nicht glauben. Oh. Okay. Cheers, Jess. Ich bin fix und fertig. Mhm. Aber die nächste Challenge, die darf ich mir aussuchen, versprochen. Was schwebt dir denn so vor, was wir noch nicht gemacht haben? Es fehlt noch Triathlon oder so ein richtiger Marathon. Oder, so. Oder vielleicht mal andersrum, den ganzen Tag in der Hängematte liegen, Eiskugel-Wettessen, Pfannkuchen-Wettessen. Ist klar. Uns was Leckeres kochen, einfach chillen oder vielleicht den ganzen Tag mal nichts sagen? Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir lassen es euch auf jeden Fall wissen. Das waren Tage, die richtig auf die Muskeln gingen. Aber Jess und mich auch wieder ein Stückchen mehr zusammen. Ja, wir haben es geschafft zusammen. Woohoo. Und jetzt haben wir uns echt was zu essen verdient. Aber hallo. Mhm. Wir sagen Tschüss und Bye-bye aus Alpdürs. Bis dann. Tschüss. Alpdürs, huh?